Hey, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jedes TV, eine weitere Folge Anno 1800 in unserem Let's Play Together Format. Wir haben in der letzten Folge unglaublich viel gekämpft. Meine Insel wurde mal wieder angegriffen, aber natürlich habe ich den Angriff abgewehrt. Der Flosch ist auch dabei. Moin moin. Natürlich hat dein Angriff nicht abgewehrt. Ich habe den Ja, ich glatt muss dir gemacht. natürlich wieder helfen, Ja, wenn du sowas als ob! hinkriegst. Du bist gekommen und hast die Reste aufgesammelt, ey. Ich bin erschienen. Übertreib es nicht wieder. Laufen, Das Koordinaten ist an. eine Ecke. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt meine nächsten Ziele sind. Meine Insel entwickelt sich so jetzt gerade ganz gut. Ich habe mittlerweile 1326 Handwerker. Ich würde ganz gerne bis 1500 hoch, damit ich hier alle Optionen habe. Vor allen Dingen die Universität interessiert mich nochmal. Oh, das Museum auch. Sehr schön. Das werde ich gleich auf jeden Fall auch nochmal dazu bauen. Hast du Ihr das seht. Varieté schon? Hast du gesagt, du hast das schon oder du brauchst das Ich gleich? glaube, ich habe das schon, oder? Ja, das Das Varieté habe ich schon. kostet so viele Fenster, Ja, ey. gut, ich habe mittlerweile 114 auf Lager, ne? Also das ist jetzt Ja, nicht so sicher. das Ne? Problem. Ja, klar, Also, klar. wer hat, der Ja. hat, ne? Ja, wer hat, der hat, der kann, ne? Achtung, Admiralwesen. Ich habe momentan ein bisschen Probleme mit meinem Holz. Das ist irgendwie doch deutlich zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob die jetzt nicht mehr so viel produzieren hier, die armen Schweine. Ich könnte mal ein bisschen. Oh, das Stadtfest in Old Abbey steht kurz vor seinem Ende. Ja, gut, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, dass sie jetzt gerade mal wieder ein bisschen am Feiern sind. Feiern halt ihren Chef hier. Was soll man auch noch großartig zu sagen, ne? Nee. Aber ansonsten laufen die Inseln jetzt momentan so ganz gut. Hier ist auch alles okay. Wurst ist in Ordnung. Brot bringt er regelmäßig rüber. Ich habe drei Paprikafarmen. Ich habe drei Rinderfarmen sowie drei Gulaschdinger. Oh, stimmt, ich muss noch eine. Das habe ich ganz vergessen. Ich muss noch eine Konservenfabrik tatsächlich bauen. Ich glaube, ich habe aktuell zu viel. Als würde man Ja, ich habe ersticken, zu viel Gulasch, ohne richtig. den Spaß des Okay, Erstickens. das machen wir nochmal eben schnell. Da, da. Passt hier nicht hin. Doch, passt hier wohl hin. So. Ich weiß nicht, ob das so. Na komm, die kriegt doch mal. Das Ding kriegt auf jeden Fall gleich nochmal ein Upgrade. Oh, Stahl geht bei mir mittlerweile auch zur Neige. Ah, wobei, da habe ich auch mehr als genug Produktion eigentlich. Normalerweise sollte das ohne Probleme funktionieren. Naja, ist auch egal. Was ich mir jetzt überlegt hatte, war, ich schicke jetzt meine beiden Linienschiffe und meine Gerade. Fregatte mal zu der Piratendame und klopfe da einfach mal ganz dezent an. Ich möchte nur mal ungefähr wissen, was diese Kanonen hier für Nein, eine hier ist Kampfkraft nicht haben, erinnert. weil die ist ja doch auch ziemlich gut verteidigt. Ich denke mal, da wird man sich auch so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen. Aber diese ständigen Angriffe gehen mir Neue doch ein bisschen auf Befehle? den Sack. Weiteres Linienschiff ist in Produktion. Ich denke mal, so zwei, drei noch. Dann dürfte ich mir auch mal den einen oder anderen Angriff auf Alonso Graves erlauben. Diese Kanonen sind halt einfach mega strong, ey. Die hauen halt richtig rein. Bin nicht ganz sicher, ob es so schlau ist, gegen die zu kämpfen. Aber das wird sich dann zeigen. Na, Floschi? Hier nochmal kurz ein bisschen aufrüsten. So, dann kann ich gleich noch mal ein paar Handwerker machen und dann dürfte es eigentlich auch schon passen, dass ich alle Bauoptionen offen habe. Ja gut, meine Fregatte ist immer noch auf Entdeckungsreise. Hä? Ich bin Ich habe die doch schon bereit. lange losgeschickt. Was ist denn hier los? Ja, du, da steht mein Schiff, das ich vor einer halben Stunde auf Entdeckungsreise geschickt habe, da irgendwo am Rand der Map und wartet darauf, dass ich ihm nochmal sage, dass er auf Expedition gehen Spielstand soll. gespeichert. Roger. Ich hab dir mal wieder nicht zugehört. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Okay. Was wolltest du sagen? Nö. Die Dann Feierlichkeiten sind ist okay. nee, ich Weißt du? hatte dir gerade meine Handelsroute war irgendwie def Ich hatte mein Schiff schon vor einer halben Stunde losgeschickt auf Krieger Stand. Entdeckungsreise, damit ich Nach endlich Bereit. hier die neue. We Alter, haben die eine Schiff Reichweite, die unter Kanonen? Beschuss. Fick you! Nee, 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 das ist Warte, mir zu Segel gefährlich. Information. Abdrehen! Wo bist du denn jetzt gerade? Die Piratendame mache ich gerade. Aber ja, die Kanonen haben so eine kranke Reichweite. Auto legt ab. Tatsächlich interessiert mich nochmal, ich habe gelesen, man kann hier mit dem Wind arbeiten. Auto Das heißt, wenn bereit. du jetzt mit dem Wind segelst du quasi schneller. Ich weiß Ja. allerdings nicht, wie man diesen Effekt ausnutzt tatsächlich. Das Hier? Nee. königliche Prunkstück. Was denn? Mögen wir eines Das weiß ich Tages leider auch an diese nicht. Küste zurückkehren. Okay, jetzt läuft die Expedition. Jetzt kann es nur noch bergauf Nicht gehen. allzu viele Änderungen, hoffe ich.
meine Stadtattraktivität, die sieht auch richtig aus. Originelle Stadt, wirklich nett, wenn auch auf höchst sonderbare Art und Weise. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Läuft bei dir, Flaschi. Ja, ist doch eher deine Stadt, oder? Was soll das heißen? Ach, nichts. Schon wieder Kriegsmusik? Was ist jetzt schon wieder los? Schiff unter Beschuss. Jetzt kommt da seine, die hübsche kleine Fregatte von der Piratendame und meint, mich angreifen zu müssen. Ist aber ein bisschen lächerlich. Ich glaube, ich werde gleich mal ihre... Das habt ihr jetzt echt nicht kaputt gemacht? Ist das euer scheiß Ernst? Hallo! Alter, wie das einfach an mir vorbeifährt, ey! Berufsrisiko. Tschüss. Steuermann! Ich glaube, ich werde hier mal... Nee, das ist zu gefährlich. Ich würde ja gerne mal die Pirateninsel hier ein bisschen patrouillieren und da quasi jedes Schiff, das da rauskommt, abfangen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass Alonso Grayson mir dann seine Linienschiffe auf den Hals setzt. Au! Sie wissen, wie man jemanden... Die Dame Beryl O'Mara hat auch langsam eine ziemlich gute Flotte. Endlich geht es los. Schwierig. Ich weiß nicht, wie man den Seekrieg nachher letzten Endes gewinnen soll. Ja, also bei mir läuft auch gleich das nächste Linienschiff vom... Ja, aber du brauchst... Also für eine Kanone brauchst du wahrscheinlich schon 2 bis 3 Linienschiffe. Und wenn da jetzt bei Alonso Grace vor der Base da 5 oder 6 Kanonen rumpimmeln, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die scheiß Insel angreifen soll. Der hat auch keinen zweiten Hafen, also keine zweite Angriffsfläche. Da musst du über den Haupthafen. Also ich denke mal, da wird schon jeder 5 Linienschiffe in den Kampf bringen müssen, damit du da tatsächlich darüber nachdenken kannst, den anzugreifen. So, neue Gebäude wurden freigeschaltet. Ah, ich brauche mehr Eisen. Museum. Ja, zerlegen mal seine ganz kleine Insel ganz im Osten von Graves. Ja. Da hat er sich nämlich auch gerade... Ja, und dann ist halt das zweite Problem, das dann wahrscheinlich auftreten wird, wenn du die Schiffe abziehst und ihn angreifst, dann ist natürlich die Frage, was er da mit seinen Schiffen, macht. Ich habe natürlich auch keine Lust, dass er dann bei mir einfällt. Da müsste man natürlich nochmal ein bisschen mehr Defense bauen. Ich glaube, ich baue hier nochmal kurz 2 Kanonentürme hin. Ne, da war es. Kanonentürme. Nee, das ist ja gar keine Kanone, das ist ein Kanonenturm. Fehlt mir denn jetzt schon wieder Stahl? Ich brauche mehr Stahl! Wir brauchen mehr Hopfen. Wir brauchen mehr Hopfen. Ich habe genug Kohle, ich habe genug Eisen, ich habe genug Stahl. Ich brauche noch ein paar Stahlträger. Ich brauche eine Stahlträgerproduktion. Ne? Ich genug Arbeitskräfte, aber das passt schon. Das kriege ich hin. Ich will nochmal hinbauen. Wie viele Hopfen habe ich denn jetzt hier? 3, 4, 5? Die machen 1,30. Wenn sie sich jetzt dran halten, sind sie zum Tee zurück. Na komm, das wollen wir gleich mal. Kann ich dir nochmal hinbauen? Gib ich da noch. Komm, machen wir das mal so. So, das mache ich auch mal. Zerstören Sie 2 Fregatten. Von wem denn? Sie sind zwischen der Königin und einem ihrer Königin angehören. Sollten Spielstand gespeichert. Hier hinfahren. Weiß nicht, ob ich das gleich bereuen werde, aber wir werden es probieren. Kommt ihr da? Ach, schon wieder so ein kleines Pimmelfregettchen. Was ist das? Ihre Majestät hat nur... Ruhen Sie sich aus? Soll ich denn jetzt mit dem machen? Mein jüngstes Schnitzwerk ist ein menschlicher Torso aus Rosenholz. Gegenstand aus sich in die Situation zu schnell. Na gut, ich habe keine Ahnung. Ich guck mir das jetzt gleich mal an. Ich fahre da mal mit meinen. Wurde beendet. Ein Hallo. Ja gut, das kümmert mich nicht. Ich fahre da jetzt mal mit meinen Schiffen hin und guck mir mal die. Wurde beendet. Ja. Okay. Danke. Ich habe es verstanden. Schon beim ersten Mal. Die Waffenruhe wurde beendet.
ganz wichtige Information, die Waffenruhe wurde, ja, die Waffenruhe, ja, 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 ne, die Waffenruhe wurde beendet. Ja, okay, aha, ja, okay, aha. Okay, ja, ja, oh, okay, Arbeit, Arbeit. Hast du das Gefühl oder ist irgendwie so ein Dunstschleier an meiner Insel? Also ich finde das irgendwie mega krass, wie groß man diese scheiß Stadt bauen muss. Oh, das ist eine Aufgabe. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlose. Selbst mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Ja, sobald du irgendwie ein neues Gebäude baust, brauchst du wieder mega viele Handwerker. Du musst deine Arbeiter dann aufrüsten. Gleichzeitig musst du aber auch deine Bauern wieder nachbauen. Das ist echt so ein Teufelskreis. Ja, 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 ja. Wo ist der Homo? Oh, sorry, das war... Entschuldigung, das nehme ich zurück. Kannst ja raus. Piep. Hä? So, Varieté habe ich jetzt hier gemacht. Ah, da ist er. Wir haben Grund zum Feiern. Was ist er denn jetzt hier? Jetzt müssen wir meine Kameraperspektive richtig einstellen. So. Ja, so war das nicht. So. So. War das so? War das so? War das so? Ach so, ist okay. So kann man damit leben. So, meine Schiffe sind unterwegs. Die eine Aufgabe habe ich erledigt. Ich habe mal wieder ein neues Item bekommen. Ich habe mir natürlich nicht angeguckt, was das war. Typisch. Diese Aufgaben habe ich irgendwie noch nicht so ganz... Ja, die Aufgaben sind halt auch... Also das ist tatsächlich in meinen Augen ein schlechtes System, weil die einfach Blödsinn sind. Vom Stapel. Du machst die halt einmal, da sind die cool, weil die dann neu sind. Und ab dem Zeitpunkt... ist das halt einfach immer nur so eine dämliche Wimmelbildaufgabe, also... Naja, gut. Scheint ja ganz gut anzukommen bei den Menschen, von daher... Vielleicht sind wir auch einfach nur dumm. Alter, wie viel die saufen, ne? Das ist unglaublich, unfassbar. Ja, ich glaube, ich habe mittlerweile 3 Bierbrauereien, wenn ich mich nicht irre. Ja, auch Schnaps, ey. Also, ich komme mit den Kartoffeln gar nicht hinterher. Mich auch noch ausbreiten. Ich habe auch ein bisschen Bauplatz, habe ich auf jeden Fall noch. Meine Insel ist jetzt gleich... sauber. Ja, du bist gleich am Ende quasi, ne? Kannst du eigentlich aufgeben am besten. Ja. Rein. Weil die sieht's auch einfach hässlich aus. Also, ja gut. Ja. Seid ein Kind, das nur eine Mutter lieben kann. Was kommt da für... Oh, da kommt ja... Kommt Besuch auf meine Insel. Hallöchen, kommt ran. Kommt ran auf Mädel. Ich habe euch extra schon einen Steg gebaut. Legt an, kommt ran. Legt an, kommt ran. Es gibt einen Zoo, einen Variant. Ey, jetzt passt das da nicht hin, oder was? Hallo. Na? Okay, 2 Häuser werden abgerissen. Wie viele Besucher kommen denn da, du? Hast du auch schon Besucherhafen? Ja, klar. Ja, klar. Nee, habe ich noch nicht. Schlecht. Okay. Winter is coming, okay. Wo kommt der Winter? Basisschnitt. Und hier so mein So, Zoo mein bauen. Zweites Linienschiff ist. Von dem ich auch ausbauen. Fertig. Kann ich noch eins bauen? Ja. Also, Kriegsschiffe tun der Bilanz echt nicht gut, ne? Ja, nur noch 5000 plus. Also, ich hatte 4,5, jetzt bin ich wieder bei. Ja, 2,9. Wie viele Burger hast denn du? Spielstand. Also das System scheine ich noch nicht so ganz zu verstehen. Ich habe aktuell 8600 insgesamt. Ne, ich meine jetzt hier Handwerker dann vor allem. Handwerker habe ich aktuell... lass es mich gucken. Ja, um die 1500 muss ich haben. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Ja, was meinst du? Meinst du, wir könnten es wagen, mal den im Osten anzugreifen? Also ich hätte jetzt 2. Ich muss jetzt gerade noch mit meinen 2 Linienschiffen eine Mission erfüllen. Die hat jetzt gerade eben Vorrang. Oh, hauer. Ich könnte hier mal eine kleine Seeblockade einrichten. Aber dann können wir das gerne mal in Angriff nehmen. Also ich produziere jetzt auch, glaube ich, gerade noch wieder ein neues Linienschiff. Und ich habe noch irgendwie... Also ich habe gleich 4, glaube ich, die ich in den Kampf... Ja, komm, ich mache noch eins. Ich habe dann gleich 5 Linienschiffe, die ich in den Kampf schicken kann, wahrscheinlich. Oder 4, 4 oder 5. Wie viel hast du denn? Ich habe 2 Linienschiffe und 4 Kanonenboote. Und ein weiteres Linienschiff ist gerade im Bau. Na gut. Das braucht aber noch
10 Minuten. Hier, die Bierproduktion ist nicht gut. Du bist eine Marionette? Du machst, was man dir sagt. Wie viele Hanf... Ach Quatsch, Hanf. Wie viele Hopfenplantagen hast du? Boah, flüssig, keine Ahnung. Ja, du hast das doch wahrscheinlich an einem Ort stehen, oder nicht? Nee. Quer über die Insel verteilt. Komplett. Alter Autist, hast du das komplett über die Insel verteilt? Ja klar, da wo gerade Platz ist. Wir schlingern ins Ungewisse. Okay, aufmerksam für die Expedition. Die Angst hat uns im Griff. Hopfen habe ich eigentlich genug. Es fehlt echt Getreide in der Wichse. Ah komm, wir probieren es mal aus. Oh. Ach komm, machen wir. Wow. Fortsetzen. Die Flammen sind außer Kontrolle. Was? Flammen? Alter! Meine halbe Stadt ist am Brutzeln. Scheint hier ziemlich heiß herzugehen. Wo ist meine zweite Feuerwehr? Da. Mobilisieren und. Mobilisieren. Ein ganz kleines Feuerchen in meiner Stadt. Ein ganz kleines Feuerchen. Welche Stadt? Meine Hauptstadt. Wo ist das Feuer? Ach da, die Bauern verbrennen. Alles pflastern, damit die da schneller hinkommen. Wie lange machen müssen. Ah, das schaffen die aber. Ich habe 2 Feuerwehren in der Nähe. Ich habe jetzt nochmal mobilisiert. Das sollten die eigentlich hinkriegen. Sauber, Junge, sauber. Kleines Feuerchen ist auch kein Problem für meine eingespielte Feuerwehr-Crew. Die kriegt das schon hin? Die macht das schon? Ich glaube fest an sie. So, hier unten sind die jetzt bei der Mission. Rufen, das ist egal, egal, egal. Vorne Schiff ist beendet, ist auch egal. Krieg heißt. Ach, da sind die ja. Was? Leute, da komme ich ja im Leben nicht hinterher. Was denn? Ja, die Schiffe pimmeln jetzt ganz im Osten quasi. Da muss ich jetzt meine Linienschiffe hinschicken. Aber ich habe natürlich ein bisschen Schiss, dass meine Linienschiffe gleich beschossen werden von Bob, dem Baumeister. Ich kann kaum abwarten. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Lust drauf, muss ich sagen. Ja, guckt euch das an, wie meine Feuerwehrleute das löschen. Ey, das ist der Wahnsinn. Wow. Fokus am Werk. Ja, gut, ein riesiges Feuer. Ne? Und meine Feuerwehr sagt halt einmal, okay, komm, wir kommen raus, wir löschen das, kein Problem. Küsschen aufs Nüsschen. Habibi. Läuft aber bei mir. Bester. Habubu. Habibi, Habubu, Habubu. Hamaba. So. Wie kann ich ja meine Stadt nochmal ein bisschen. Wo sieht man denn, wie schön die Stadt ist? Ist da nicht auch irgendwie ein Maßstab für? Ja. Spielstand. Ich kann mal kurz gucken, kommen denn mir ein Urteil über deine Stadt bilden, aber. Ich glaube, das willst du nicht. Ich finde, die sieht hübsch aus. Stört mich. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ah doch, ist voll korrekt. Ist okay. Vielleicht probieren wir mal ein bisschen Verbindung. Gut, der scheint klar zu kommen hier. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet. Ist ja alles eng gebaut, ey. Also da, ich muss es noch einmal loben, das System mit den diese modulare Bauweise, die finde ich einfach super geil. Mega gelungen. Was meinst du? Genau. Wenn du jetzt eine Farm baust, dass du wirklich jetzt, sagen wir mal, bei der Kartoffelfarm zum Beispiel hast du ja echt den Vorteil, du kannst die Felder, da die nur einmal ein Feld groß sind, kannst du die Felder halt wirklich so bauen, wie du sie brauchst. Und du hast halt einfach keine Platzverschwendung mehr. Also wenn du jetzt mal meinen oberen Teil anguckst, wo meine Getreidefarm und meine Hopfenfarm stehen, da ist halt bis auf das letzte Feld perfekt ausgenutzt. Da ist kein Quadrat irgendwie, das ich verschwendet habe. Achso. Schiff unter Beschuss. Das finde ich halt schon echt cool. Eine Explosion.
Schiff und Schiff. Admiral anwesend. Ich glaube, ich habe hier keine Feuerwehr in der Nähe. Verdammt. Man macht das Schiff mal kurz platt. Ist gut. Brauch ne Feuerwehr. Na gut, ich glaube, die Quest hat sich für mich erledigt. Ihre Geister werden dir folgen. Wie langsam sind die Feuerwehren denn, ey? Ja, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit, ihr Lappen, ey. Nee, die Quest kriege ich leider nicht erledigt. Wurden gelöscht. So, ich schicke jetzt meine Linienschiffe wieder zum Sammelpunkt vor meinem Hafen. Und dann können wir von mir aus gleich mal Kräfte sammeln und dem Freund Schnürschuh mal ein bisschen in den Popo treten, da oben auf seiner kleinen Insel. Dann nehmen wir die nämlich mal ganz kurz auseinander. Schiff unter Beschuss. Aber ich fürchte, das wird erst in der... Oh, was war das jetzt schon wieder? Das wird erst in der nächsten Folge passieren. Okay. Neue Befehle? Wenn du es nicht anders willst, dann kriegst du es so. Löscht so. Schneller, meine kleinen Franzis. Löscht schneller. Angriff, Männer! Schiff unter Beschuss. Hallo, drehen! Oh, und jetzt alle Kanonen, go! Hallo? Ich verstehe auch nicht, warum die so lange so schnell sind, die Schiffe, wenn du die platt machst. Du knallst da deine Kanonen alle drauf und die schwimmen irgendwie ganz normal Tempo weiter. Okay, machen wir. Sträubende Schrecken. Was ist alle Piratenbeute? Schiff entern! Toll. Ja, meine Expedition läuft heute auf jeden Fall mal richtig gut. So, wo ist mein Schiff? Hast Achtung, du das Admiral anwesend. Hast du es kaputt gemacht? Sehr schön, sehr schön. In die Takelage. Oh, was haben wir denn da? Aufstandsgefahr minus 40%. Also diese ganzen Items und so, die du ja dann in der Handelsgilde teilweise nutzen kannst und dergleichen, das habe ich auch alles noch nicht so ganz draus. Also ich glaube, das Spiel ist schon, wenn du es jetzt wirklich zocken willst, dann ist das Ding unvorstellbar komplex. Also wir spielen das jetzt ja mehr so, ich ne? Sagen, vor allem, ein bisschen vor allem, bauen, ein bisschen kämpfen. Ja, wenn wir, wir spielen das ja immer nur ab und zu, dann hast du mal wieder, keine Ahnung, drei Tage Pause, musst du dich erstmal wieder reinfuchsen. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die zocken es wahrscheinlich den ganzen Tag. Kampagne schon 35 Mal durch oder so. Also ich denke auch, insgesamt hat das Spiel schon einen ziemlich guten Suchtfaktor, weil auch halt aufgrund der Komplexität, wenn du dich da einmal reingefuchst hast, dann machen solche Spiele halt mega viel Spaß. Ist jetzt schon wieder los. Oh, jetzt töte das. Ich wollte hier noch mal dann schwimmt weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso ist denn echt immer nur 4 Bier? Ist immer noch nicht klar mit deinem Biervorrat. Admiral anwesend. Ich muss das immer von der einen Insel auf die andere schiffen, aber die brauchen hier auch Bier, damit sie zufrieden sind. Das ist gerade der Kack. Haben die sich echt bei Alonso Graves da an die Insel verpisst? Ja, komm, scheiß drauf. Nicht geschafft? Oh, mein Sodbrennen wird stärker. Ja, sorry, mein Freund. Ich hätte es auch gerne gemacht, aber das ist leider zu hart für mich. So, da haben wir schon mal die Universität. Meine Leute können also lernen. Ich weiß ja nicht, was die hier mit dem ganzen Getreide anstellen. Fressen die das roh oder was passiert hier? Du hast die nicht mehr freigeschaltet. Was ist da los? War Häuser upgraden. Ich schwanke noch zwischen nichts haben und nichts vermissen. Tatsache, meine Handwerker sind zurückgegangen. Warum? Was ist da los? Doch alles okay. Ja gut, bis auf die Umweltverschmutzung, die meine Insel gerade so ein bisschen gefangen nimmt. Ich hoffe mal, dass man irgendwann irgendwelche Filter produzieren kann für die Anlagen. Was immer Sie sagen. So, jetzt müsste ich eigentlich... Ja, Universität läuft wieder, wie man sehen kann. Bäm! Sehr schön. Was allerdings auch nur dazu führt, dass ich noch mehr Handwerker auf der Insel habe, die ich eigentlich gar nicht brauche aktuell. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Kann ich nochmal kurz hier ein paar Häuser
upgraden. Läuft auch. Ja, ich finde, meine Stadt sieht ziemlich sexy aus. Die gefällt mir. So der Kern hier mit den Kaufleuten, das gefällt mir richtig gut. So, meine Schiffe stehen bereit. Eins ist jetzt gerade noch im Bau. Das braucht noch 1 Minute 20. Dann hätte ich 4 Linienschiffe und eine Fregatte, die ich in den Kampf schicken würde. Auf in den Kampf, die Hexe wartet schon. Kommst du jetzt gleich echt mit deinen kleinen Kanonenbooten da um die Ecke oder was? Und du schämst dich nicht ein bisschen? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir greifen von Norden an. Jetzt habe ich gerade noch ein... Ja, alles gut, alles gut. Diese Folge funktioniert das sowieso nicht mehr. Bis mein Schiff fertig gebaut ist und bis wir dann die Schiffe verlagert haben und so, das sind sicher noch 10 Minuten. Also wir haben jetzt auch nur noch 5 Minuten. Von daher alles okay. Machen wir dann nächste Alright. Folge. Okay. Nächste Folge gibt es dann mal einen kleinen Alright. Paar Popoklatsche für unseren lieben Alonso Graves. Oh yeah. Seine kleine Insel, sagst du nicht? Hier läuft alles. Brot ist okay. Seife ist okay. Hier brauche ich ja nicht. Ja gut, das Nötigste immer mal aufgebaut, alles in Ordnung. Mal gespannt, was meine Expedition noch so treibt. Auf dem Weg zu Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. Schiff vom Stapel gelaufen. So, letztes Linienschiff ist fertig. Ich könnte theoretisch verlagern. Suppi. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Schneckchen. So, ich guck mal kurz auf der Diplomatie-Seite, wie mittlerweile meine Kampfkraft aussieht. Finde ich deutlich stärker als ich. Wo kommt man denn auf Diplomatie? Unten links unter der Map. Na gut, ich bin halt in der Wirtschaft bin ich besser, aber militärisch sind die deutlich vor uns. Und verfolgen. Ich bin heute mal ganz mutig. So, jetzt fresst euch tot, ey. Am scheiß Getreide. Pischer. Au, oh, hier ist auch schon wieder eine Parade unterwegs in meiner zweiten Stadt. Okay. Geil, die feiern sich ja richtig hier. Ein Gedenktag für mich, wie geil ist das denn? Hey Leute, was geht ab? Geil, schön, dass ihr da seid. Toll. Ich glaube, ich habe meine Diplomatin gerade auf meinem Schiff verloren. Wieso? Ich weiß auch nicht, die hat halt Diplomatie betrieben und anscheinend nicht besonders gut. Da wurde sie geklaut. Sie wurde gestohlen. Gut, Floschi, bist du soweit ready oder musst du jetzt noch einen Gedanken unbedingt zu Ende führen? Also ein Schiff ist halt noch auf Expedition. Da wollte ich dich gerade fragen, wie lange so eine... Das kann ich dir nicht sagen. Je nach Glück dauert die länger oder weniger lang. Aber du findest auf jeden Fall irgendwann, habe ich zumindest gelesen, die neue Welt. Also du musst einfach nur lange genug unterwegs sein. Irgendwann findest du die neue Welt schon. Spielstand. Ja gut, dann schicke ich das mal die Flotte mit. Wir sind ja dann soweit fertig. Dann würde ich sagen, dann starten wir das quasi in der nächsten Folge, den Angriff. Weil wir sind jetzt knapp bei einer halben Stunde. Ne, siehst du? Von daher sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Welche Überraschung, nachdem ich es gerade eben schon erwähnt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da, einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar. Freuen wir uns immer mega drüber. Wir antworten auch auf jeden Fall. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.